Hi Leute, in diesem Video wollte ich euch meine 10 besten Tipps gegen Pickel vorstellen. Du glänzt davon, benutzt mal Puder. Nein, also ich habe da irgendwas ausprobiert und das ist dabei rausgekommen. Lasst euch einfach nicht davon ablenken, ich weiß, es sieht komisch aus. Also fangen wir einfach direkt mal an. Was war das hier? Mein erster Tipp ist auf jeden Fall, ich traue es mich gar nicht zu sagen, eine ausgewogene Ernährung. Nein, aber es stimmt wirklich. Also ich habe gemerkt, seitdem ich wieder hier bin, beziehungsweise immer wenn ich irgendwie so Fastfood und Chips und Süßigkeiten esse, dann kriege ich hier Pickel und hier oben. Und deswegen versuche ich, auch wenn es bei mir nicht immer klappt, mich ein bisschen ausgewogener zu ernähren, ein paar Früchte mit einzubauen. Ich esse zum Beispiel voll gern so einen exotischen Obstsalat zum Frühstück mit Charon, Papaya, Mango. Und das hilft wirklich, wenn man einfach mal ein bisschen darauf achtet, ein bisschen cleaner zu essen. Also wirklich nur das, was so straight von der Natur kommt zu essen, also Obst und Gemüse. Und da ihr diesen Punkt natürlich alle schon kennt, gehen wir mal ganz schnell zum nächsten über. Und beim nächsten Punkt werdet ihr wahrscheinlich auch alle sagen, oh Shanti, kennen wir schon. Aber ich glaube, es hilft echt, wenn man sich immer mal wieder daran erinnert. Und zwar, es ist viel zu trinken. Und zwar gibt es nichts Besseres, was ihr für den Körper machen könnt. Egal ob für die Haut, für die Haare, für die Fingernägel. Was man auch noch mehr trinken kann, beziehungsweise ich, ist, wenn ich mir Wasser mache und da packe ich einfach so ein paar Früchte rein. Also zum Beispiel Gurke, Zitrone, Grapefruit. Oder Himbeere, oh Himbeere und Wasser ist richtig geil, Himbeere und Blaubeere und dann lasse ich das über Nacht im Kühlschrank stehen und am nächsten Tag schmeckt das so gut, also wirklich, probiert es mal aus. Und ja, jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt, ja. Und zwar ist mein dritter Tipp das Dampfbad. Und zwar mache ich Dampfbäder schon seitdem ich ein Kind bin, weil meine Mutter mich dazu immer gezwungen hat, wenn ich krank war. Aber es hilft auch super, bevor man Masken benutzt oder bevor man mit der Gesichtsreinigung weitermacht, um die ganzen Poren zu öffnen, damit das alles mal so richtig durchspült wird. Und ich benutze dazu immer Kamillentee, weil Kamillentee auch super bei Pickeln und so ist, weil es auch so hautberuhigend ist und die Haut einfach klärt. Und zwar gebe ich immer heißen Kamillentee in eine große Schüssel, packe mein Gesicht drüber und dann noch ein Handtuch und dann lasse ich das Ganze und mich so stehen für 15 Minuten oder so. Und dann kann man perfekt mit der Gesichtsreinigung weitermachen und ich liebe Dampfbäder einfach. Das tut nicht nur der Haut gut, sondern irgendwie ist es auch so richtig entspannend. Ich weiß nicht. Meistens benutze ich nach so Dampfbädern dann immer eine Gesichtsmaske und hier kommen Tipp 4 und Tipp 5 ins Spiel. Und zwar sind das beides Gesichtsmasken und da zeige ich euch auch ein kleines DIY dazu. Und zwar ist die erste Gesichtsmaske die Heilerde-Maske. Und meine Lieblings-Heilerde-Maske habe ich auch einmal vorbereitet. Ja, ja, Werbung, Werbung, Werbung. Und zwar mische ich mir die Heilerde-Maske auch immer mit Kamillentee an und nehme mir einfach so 1 bis 2 Esslöffel Heilerde-Maske und dann so 1 Esslöffel Kamillentee, 2 Esslöffel Kamillentee. Und ihr könnt dann, je nachdem, wie ihr die Konsistenz haben wollt, es sollte schon ein bisschen dickflüssiger sein, damit es nicht vom Gesicht läuft natürlich. Ein bisschen mehr Kamillentee nehmen oder ein bisschen mehr Heilerde-Maske. Auf jeden Fall klatsche ich mir die dann immer ins Gesicht und warte dann circa so 30 Minuten. Bis ihr die ersten Ergebnisse da seht, müsst ihr die auf jeden Fall regelmäßig anwenden. Und ich würde sagen, so 1 bis 2 Mal in der Woche ist optimal. So, meine nächste DIY-Maske ist die Hefemaske. Und die benutze ich jetzt seit mehrere Monaten schon und muss sagen, dass sie extrem gut ist und ich habe davor noch nie was von der gehört. Und zwar müsst ihr für die Hefemaske einfach nur ein Stück Hefe nehmen und das mit warmem Kamillentee, also ich benutze wieder warmen Kamillentee, aber das ist natürlich euch überlassen, aber ich mische das dann mit warmem Kamillentee an und ihr braucht wirklich richtig, richtig wenig Flüssigkeit und dann könnt ihr das einfach in eurem Gesicht auftragen mit einem Pinsel oder mit den Händen, ich mache es immer mit den Händen einfach. Hefe allgemein ist richtig gut für Haut und Haar, zum Beispiel bei der Haut wird die Durchblutung gefördert, wodurch die Sauerstoffversorgung optimiert werden kann. Außerdem wirkt es vorbeugend gegenüber neuen Hautunreinheiten und klärt einfach das Hautbild, glättet die Haut und verfeinert die Poren. Und das habe ich allein schon nach der ersten Anwendung gemerkt. Mit der Hefemaske einhergehend habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar Bierhefetabletten. Die sind jetzt von Rossmann, kriegt ihr aber gleich in jedem Drogeriemarkt, auch in der Apotheke. Boah, die sind so ekelhaft. Aber wenn man die auf Dauer nimmt, dann merkt man echt schon, wie sich das Hautbild einfach verbessert. Und davon nehme ich so 2 bis 3 am Tag. Habe auch keine Nebenwirkungen oder so, aber es kann sein, auch bei der Maske, dass ihr vielleicht allergisch gegen Hefe reagiert. Deswegen auf jeden Fall erstmal mal ausprobieren. So, dann habe ich noch einen Tipp und zwar Zinksalbe. Den Tipp habe ich auch von Anna und Kat, weil die immer benutzen. Zink ist ja bekannt dafür, dass es extrem die Wundheilung fördert und deswegen ist das auch super bei Pickeln. Und zwar trage ich das einfach vorm Schlafengehen auf oder nach dem Aufstehen, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe und lasse es einfach dann so für ein paar Stunden einwirken. So, dann habe ich hier noch ein Produkt, was mir persönlich extrem geholfen hat, als ich einmal hier richtig viele Pickel hatte und hier in dem Bereich. Ist aber ein bisschen teuer, deswegen müsst ihr schauen, ob es sich für euch lohnt, sich das zu holen. Und zwar ist das Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment. Und das ist einfach so eine Grundlage, die man auch unter das Make-up auftragen kann. Aber ich habe das einfach mal vorm Schlafengehen
einfach nur tüpfchenweise auf meine Pickel und Mitesser aufgetragen und es dann über Nacht einwirken lassen. Und es hat die extrem, also wirklich, am nächsten Tag hat sich das um 50% reduziert. Und das war schon heftig, als ich das gesehen habe. Deswegen, von Kiehl's ist das Produkt übrigens und kann ich euch sehr empfehlen. So, und falls ihr allgemein mit Hautproblemen zu kämpfen habt, beziehungsweise mit Pickeln am Dekolleté, am Rücken, am Po oder wo auch immer, dann kann ich euch richtig gut so ein totes Meer Badesalz empfehlen. Das benutze ich auch schon, seitdem ich ein Kind bin, weil ich früher immer Neurodermitis hatte. Und das ist extrem gut bei Hautproblemen. Das müsst ihr einfach schon regelmäßig machen. Also einmal in der Woche schon so ein ganzes Ding in die Badewanne hauen, das auflösen lassen und dann ist es quasi wie im Salzwasser zu baden. Den nächsten Tipp befolge ich selbst schon, seitdem ich 13 bzw. 14 bin. Und kann gar nicht mehr anders. Also ich muss es tagtäglich machen. Und zwar ist der Tipp, sich das Gesicht nur mit Papier abzutrocknen. Das heißt entweder Klopapier oder Taschentücher. Und zwar sind in Handtüchern extrem viele Bakterien, weil ihr das ja nicht nur für euer Gesicht benutzt, sondern auch für den ganzen Körper. Und nach dem Waschen sind immer noch ein paar Bakterien in diesem Handtuch drin. Das heißt, sie werden nicht alle abgetötet. Und weil die sich natürlich auch durch Hitze, wenn es auf der Heizung liegt, vermehren können. Was weiß ich dann. Oh. Und da hilft es extrem, sich das Gesicht einfach nur mit Papiertüchern abzutrocknen. Einfach, nachdem ihr es gewaschen habt, einfach so rübergehen und abtrocknen. Mein letzter Tipp und der Tipp, der bei mir auch am allermeisten geholfen hat, den habe ich 5 Monate lang durchgezogen. Und zwar auf meiner Reise. Viel frische Luft und gar kein bzw. wenig Make-up. Nach 2 Wochen auf unserer Reise habe ich schon gemerkt, wie krass rein meine Haut geworden ist. Ich meinte zu meiner Freundin, wow, so rein war meine Haut noch nie. Und das lag daran, dass ich einfach gar kein Make-up getragen habe, wenn dann nur Mascara und Augenbrauenpuder. Und dass wir ganz viel draußen waren. Es war natürlich auch Sommer, die Sonne hat geschienen. Aber wir waren viel draußen, viel in der frischen Luft. Wir haben mehr Zeit an der frischen Luft verbracht als in geschlossenen Räumen. Und das ist wirklich so etwas, wo ich sagen kann, back to the roots, einfach no Make-up, draußen sein. Im Sommerurlaub ist es ja easy, einfach 2 Wochen ungeschminkt rumlaufen, viel am Strand sein, viel in der Sonne und dann sollte sich euer Hautbild extrem schnell verbessern. Und zwar könnt ihr euch so viele Cremes und Masken ins Gesicht klatschen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr nicht von innen anfangt, dann hilft es auf Dauer, glaube ich, auch nicht so viel, weil wenn ihr von innen rein seid, dann zeigt sich das auch nach außen hin. Das heißt, viel trinken, ein bisschen ausgewogener ernähren. Und so oft es geht, draußen sein bzw. ungeschminkt rumlaufen. Wenn ihr diese Schritte schon so ein bisschen befolgt, dann können die Cremes und Masken und was weiß ich noch unterstützend dazu beitragen, dass ihr eine schöne, reine Haut habt. So, und das war's jetzt mit meinen 10 besten Tipps gegen Pickel. Falls ihr noch andere Geheimtipps habt, dann haut die mal unten in die Kommentare. Ich glaube, andere würden die auch sehr gerne mitlesen. Und dann würde ich mich noch über eine positive Bewertung freuen. Ja. Hier kommt ihr dann noch zu meinem letzten Video. Und zwar habe ich euch meine peinlichsten Videos von früher gezeigt. Und ich verstehe gerade nicht ganz, warum ich das promote. Aber gut, ist extrem peinlich geworden. Ihr könnt ja mal reinschauen, falls es euch interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!